Hallo und Weidmannsheil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt, Cook and Grill. Ihr habt schon am Titel erkannt, es geht heute um Wärmebildtechnik. Das ist mein zweites Video aus meiner neuen Serie Jagen mit Wärmebildtechnik und oder mit Nachtsichttechnik, muss man viel mehr sagen. Und ich habe jetzt hier das Hikmicro Thunder TE19C. Das ist relativ neu auf dem Markt und es ist ein Gerät der Einsteigerklasse mit einem super Preis-Leistungs-Verhältnis. Das kann ich schon mal vorweg schicken. Also ich habe jetzt den aktuellen Preis nicht im Kopf, aber ich glaube, Einstiegspreis liegt so bei 1200 Euro etwa. Ich habe es jetzt mittlerweile, ich glaube, auch auf der Homepage von Wärmebild24 schon für weniger Geld gesehen. Das ist ein wirklich super Gerät. Ich muss vorweg schicken, ich hatte leider keinen Jagderfolg mit dem Gerät. Die beste Technik nützt leider nichts, wenn man kein Wild vorhat. Aber es gibt trotzdem am Ende des Videos eine kleine Überraschung. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich möchte euch jetzt einmal zeigen, was ihr denn so in diesem wunderschönen Karton hier findet, was ihr vielleicht beachten müsst, wenn ihr das Gerät euch kauft und auch ein paar Bilder zeigen vom Einschießen. Und das ist nämlich super einfach. Wir machen mal den Karton auf. Das erste, was hier auffällt, ist, das ist ein richtig hochwertiger Karton. Der sieht auch richtig schick aus. Den stellen wir jetzt mal einmal zur Seite. Und ja, dann wird das Gerät hier in so einer Tasche geliefert. Hier ist einmal das Gerät drin, dann haben wir hier so einen Schlüssel, den braucht man. Es gibt hier ein Putztuch, damit man es mal sauber machen kann. Eine Bedienungsanleitung und diese Bedienungsanleitung bekommt ihr aber auch nochmal von der Firma Wärmebild24 in Deutsch. Ja. Dann haben wir hier einen Halteriemen. Ihr könnt aber auch einfach einen Halteriemen nehmen, den ihr mit im Lieferumfang dabei habt. Also diesen hier oder einen, der euch von der Firma Wärmebild24 zur Verfügung gestellt wird. So, dann haben wir hier das Gerät. Das erste, was einmal auffällt, ist, dass dieses Gerät sehr kompakt ist. Also es ist leicht und kompakt. Das finde ich erstmal schon mal richtig gut. Ja. Es ist halt im Gegensatz zu anderen, gerade älteren Geräten, überhaupt nicht mehr vergleichbar, was so das Gewichts-Leistungs-Verhältnis anbelangt. Auch der große Bruder hier von dem Gerät, das 35er, das ist von der Bauart ganz ähnlich und ist, soweit ich informiert bin, genauso groß. 19er Frontlinse, also halt ein Einsteigergerät. Und der Sensor, das muss ich ablösen, hat eine Auflösung von 256 mal 192 Pixeln. Damit ist das Gerät ja, gut geeignet für Distanzen bis 100 Metern. Also ich habe es auf dem Schießstand auf 100 Meter eingeschossen. Das hat super funktioniert. Es ist aber so, dass man schon einfach da an einen gewissen Grenzbereich rankommt. Und ja, die Frage muss man sich eben stellen, ob man nachts sowieso weiter schießen würde als 100 Meter. Also das Gerät ist wirklich da super gut geeignet. Dann haben wir hier eine manuell fokussierbare Frontlinse. Auch das ist ein super Feature, weil ich eben halt auf verschiedenen Entfernungen das Wild, wenn ich es eben hier im Sucher habe, gut scharf stellen kann. Was ihr braucht für die Montage, und das bekommt ihr eben mit dazu, das ist so ein Adapterring, den ihr aufschraubt und dann natürlich passend zu unserem für euer Zielfernrohr einen Adapter. Den Adapterring, der wird mittels Bajonettverschluss hier arretiert. Der war jetzt auf dem Testgerät schon drauf. Und dann habe ich eben hier mein Klemmring bzw. meine Montage für das Zielfernrohr. Und wenn ich halt hier unten angekommen bin, dann fixiere ich das Ganze. Und was ihr euch direkt schon mal merken könnt, es reicht wirklich, wenn ihr sowas, jetzt muss ich meinen Schlüssel hier mal suchen, wenn ihr sowas handfest macht. Also ihr müsst das nicht anknallen ohne Ende, sondern das reicht wirklich, wenn das handfest angezogen ist. Genau das gleiche gilt eben bei der Einstellung hier von eurem Vorsatzadapter. Auch der sollte eben mit einem Finger, sagt man, auf euer Zielfernrohr draufpassen und dann reicht das vollkommen aus. Batteriefach ist hier an der Seite. Ja, da kommen Batterien rein. Beziehungsweise Akkus, auch die sind im Lieferumfang mit enthalten und im Lieferumfang ist dann auch noch ein Wärmepad dabei, dass ihr das Ganze auch einschießen könnt. Ja, jetzt zeige ich euch einfach ein paar Aufnahmen vom Schießstand und dann enden wir mit einem kleinen Fazit und ein paar Informationen zu wärmebild24.com. Also bleibt dran! Grundvoraussetzung für das richtige Einschießen der Waffe ist zunächst einmal die Treffpunktlage zu überprüfen. Und so habe ich einfach mal
3 Probeschüsse gemacht ohne Wärmebildtechnik, um zu kontrollieren, ob auch alles passt. Nachdem man sichergestellt hat, dass die Treffpunktlage der Waffe passt, montiert man das Wärmebildvorsatzgerät. Hierbei hilft einem das Menü, denn dort gibt es rechteckige und lineare Strukturen, an denen man eben das Absehen ausrichten kann. Wenn das alles richtig passt, dann wird einfach ein Wärmepad aufgeklebt, das eben eine deutliche Wärmesignatur auf 100 Metern zeigt. Und ja, der Haltepunkt sollte dann immer die Mitte des Wärmepads sein. Und jetzt gibt man einfach einen Schuss auf diese Wärmequelle ab und überprüft die Treffpunktlage. Hier in diesem Fall war der Treffer weit oben rechts. Das sind ungefähr 10 cm zu hoch. Und jetzt korrigiert man das Ganze über das Einschießmenü. Das ist relativ einfach. Man muss einfach die XY-Ausrichtung entsprechend korrigieren. Der zweite Schuss war dann auch von der Höhe her genau richtig, aber noch leicht links, also korrigiert man ein wenig nach und versucht es nochmal mit einem dritten Schuss. Das Ganze seht ihr jetzt hier, passt deutlich besser. Um einfach dann nochmal das Ganze zu überprüfen, habe ich dann im nächsten Schritt die Wärmebildvorsatzoptik einmal entfernt, dann wieder montiert und dann einen weiteren Schuss abgegeben, um die Treffpunktlage erneut zu überprüfen. Wie ihr jetzt an diesen Bildern erkennen könnt, passt die Treffpunktlage perfekt bzw. ist für jagdliche Zwecke vollkommen ausreichend. Der untere Schuss, da bin ich nicht so gut abgekommen, also von daher, das passt perfekt. Auch nach Wiederaufsetzen des Wärmebildgerätes zeigt es eine wiederholgenaue Treffpunktlage. Das waren die Bilder jetzt vom Schießstand und ich war wirklich, muss ich sagen, selber sehr überrascht, wie einfach und leicht das ging mit dem Einschießen. Also man musste im Prinzip gar nicht mehr so furchtbar viel verstellen und mit der Verstellung ist das auch überhaupt gar kein Problem. Man muss einfach hier diese beiden Tasten, die Fototaste und die Menütaste, einmal kurz drücken. Dann springt man sofort in den Einschießmodus rein, das Einschießmenü, und dann kann man einfach hier die Treffpunktlage entsprechend der Abweichung verändern. Das funktioniert relativ einfach. Was mir bei dem Gerät besonders gut gefallen hat, ist einmal die kompakte Bauweise. Also auch das 35er Gerät, das größere Gerät, das nächstgrößere Gerät von Hikmicro ist ähnlich groß gebaut, ist glaube ich genau gleich groß. Da ist einfach nur der Unterschied, der Sensor ist ein bisschen größer und die Frontlinse ist ein bisschen größer. Was ich auch sehr gut fand, dass die Tasten eben so ein bisschen eingelassen sind und sehr leichtgängig sind. Also man kann wirklich auch mit klammen Fingern, ohne dass man jetzt starken Druck ausüben muss, die Tasten hier bedienen. Das nächste, was mir gut gefallen hat, ist eben der leicht einzustellende Adapterring bzw. die Montage für das Zielfernrohr. Von der Montage her ist es eben so, dass ihr halt hier diesen Adapterring eben aufdreht und dann das Ganze an euer Zielfernrohr anpasst. Bedenkt bitte dabei, das Ganze sollte möglichst leichtgängig sein, also mit einem Finger verschließbar, sagt man, und dann stramm sitzen und dass es runtergeht. Großer Vorteil ist hier an dem Gerät die fokussierbare Frontlinse. Ja, das heißt, auch wenn Objekte etwas näher dran sind oder weiter weg sind, kann ich das Ganze einstellen. Für welche Zielgruppe ist dieses Gerät geeignet? Also die Zielgruppe, das sind so Leute wie ich, die eben zu Hause kein Schwarzwild haben in der Jagd, weil es eben reines Niederwildrevier ist, aber trotzdem dann in regelmäßigen Abständen
mal auf Schwarzwild jagen wollen. Ja, die überwiegend an der Kirrung jagen und maximal 100 Meter weit schießen wollen. Dafür ist dieses Gerät hier wirklich ideal. Und das in Kombination mit einem Handgerät, glaube ich, eine perfekte Kombination. Ja? Also das funktioniert richtig gut. Was kann man hier als Nachteil sagen? Also Nachteil habe ich jetzt so gar nicht feststellen können. Das ist halt einfach so, dass eben die Sensorauflösung eben in der Preisklasse natürlich nicht zu vergleichen ist mit einem Top-Premium-Gerät für 5.000 Euro. Das muss einem bewusst sein. Aber wie gesagt, auf 100 Meter, 80 bis 100 Meter, jagdlich voll einsetzbar. Gut, also so viel Informationen jetzt zu dem Gerät. Vielleicht noch ein paar Informationen zur Wärmebild 24. Ihr bekommt hier heute von mir einen Rabattcode, und zwar HandcookGrill50. Ich schreibe euch den gleich nochmal unten in den Kommentar rein. Den könnt ihr benutzen und könnt dann auf der Homepage von wärmebild24.com euch irgendein schönes Wärmebildgerät, Vorsatzgerät, Nachtsichtgerät aussuchen und das dann bestellen und bekommt dann 50 Euro Rabatt. Außerdem bekommt ihr zu jeder Bestellung immer noch so ein paar kleine nette Geschenke. Da ist ein Schlüsselband dran, wo man das Gerät mit um den Hals hängen kann. Dann ist da eine Lampe dabei gewesen in unserer Bestellung. Das ändert sich halt auch ab und zu mal. Aber das zentral Wichtige ist eigentlich der Service. Es ist immer mal so, dass man vielleicht sich irgendwie im Menü nicht zurechtfindet, dass man vielleicht Fragen hat, was das Einschießen anbelangt. Und da bekommt ihr dieses Full-Service-Paket, ihr bekommt Telefonsupport, ihr habt eine Garantie auf das Gerät. Wenn es zum Beispiel mal einen technischen Defekt gibt, dann bekommt ihr kostenlos ein Austauschgerät vorgestellt bzw. Zur Verfügung gestellt. Und. Also schaut euch dieses Service-Paket mal an. Das ist wirklich sehr lohnenswert und lukrativ. Und ist eben, ja, ich sag mal, will nicht sagen, eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal. Das nächste, was auch ganz wichtig ist, die Dinger kosten ja auch ein paar Mark. Ihr habt also neben dem Service von Jägern für Jäger die Möglichkeit, die Dinge auszuprobieren, auch eine Möglichkeit, das zu finanzieren. Auch da gibt es Angebote auf der Homepage. Also wer jetzt sich gerne so ein Gerät kaufen möchte oder es vielleicht jetzt sehr schnell braucht, weil ihm die Schweine gerade, ja, ich sag mal, den Mais auf links drehen oder die Wiese auf links drehen, den ganzen Mais auffuttern, dann habt ihr die Möglichkeit, so ein Gerät halt auch zu finanzieren und anzuschaffen. Ja, all das bekommt ihr bei Wärmebild24, sind total nette Jungs. Ich habe ein paar Mal mit denen telefoniert. Auf jeden Fall von mir einen ganz klaren Daumen nach oben. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Weidmannsheil für die kommenden Tage, für die kommende Zeit. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr mit Wärmebildtechnik jagt, was ihr für Erfahrungen vielleicht auch mit diesen Geräten gemacht habt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, bis zum nächsten Mal.